Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zum Ocarina of Time und Majora's Mask Combo Randomizer. Ich habe diese Probleme hier, die Soundbugs, die wir im letzten Part hatten, erstmal gefixt. Also Frameinbrüche und Soundbugs sind weg. Ich habe nur ein paar Einstellungen geändert. Scheinbar war irgendwas mit der Software nicht richtig. What? Weiß ich auch nicht genau. Manchmal klicke ich einfach umher und dann ist besser. Naja, das hat auf jeden Fall gepasst. Was wir theoretisch mal noch machen könnten, ist da hochklettern. Das geht auf jeden Fall ohne Auge der Wahrheit. Aber ob ich mir die Mühe machen will, weiß ich nicht. Ich glaube, normalerweise ist schon gedacht, dass man das ohne mitmacht. Deswegen, wir lassen das erstmal. Und heute ist der Plan. Ich mache jetzt erstmal die Musik wieder normal von der Geschwindigkeit. Die Zeit wieder normal von der Geschwindigkeit. Denn wir wollen dann mal zu Gremia und da muss es 18 Uhr erst werden. Ich bin gerade überlegen, ob wir noch irgendwas unterwegs tun könnten. Oh Gott, ein Schneewolf. Huch. Aber ich glaube, wir warten jetzt einfach bis 18 Uhr. Und dann, ja, dann leg mal los, ne? Dann haben wir die Quest nämlich auch abgeschlossen. Ich hoffe, da kriegen wir wenigstens mal was Ordentliches. Magie wäre halt mega geil, ne? Weil ich habe ja auch schon mal gesagt, wir können ja mal in den Schneetempel gehen, ne? In den Big Bernia-Tempel heißt der, glaube ich. Aber nee, das geht ja gar nicht. Das geht ja gar nicht, weil ich brauche Magie, um darüber zu hüpfen. Das ist ja das Blöde. So, was ist denn da drin eigentlich? Eine Fee. So, ansonsten, da oben war das Loch, da war Dingenspups drin. Ihr wisst schon, was Dingenspups ist, das Deko-Minispiel. So, dann könnte ich hier nochmal überall in die Löcher kurz reinhüpfen, aber ich glaube, wir haben da jetzt nichts Großartiges mehr. Das ist auch Ocarina of Time. Zack. Hat er eigentlich seine Rubine geholt? Ich glaube schon. So, was war hier drin? Einfach nochmal ein bisschen so durch die Löcher fläzen. Ist schon länger her, dass ich das getan habe. Ist so traurig, ey. Ich will Magie haben, Leute. Es würde mir so viel erleichtern. Oder endlich mal die Musik vom Deko-Palast, weil da könnte man halt auch rein. Den könnte man auch komplett machen. Ja, den könnte man komplett machen, bis auf den Boss. Weil wir den Boss-Key nicht haben. Aber ansonsten könnte man da halt durchrocken, ne? Und dann müsste man nur wegen dem Boss halt nochmal kurz zurückkehren und fertig. Wäre schon ganz cool, wenn wir den mal bekommen könnten. Aber naja, ist ja kein Wunschkonzert hier. Ja, ich bin auch immer noch der Meinung, wir sollten mal die Gerudo-Arena hier in Majora's Mask machen. Also die Festung. Die Wasserfestung, die Gerudo-Wasserfestung, sollte mal gemacht werden. So Leute, ich würde sagen, ich werde jetzt hier mal kurz skippen und wir warten mal auf Gremia, dass die hier loseiern möchte. Und ich hoffe, das passt dann so alles, dass wir, ja, dass wir dann direkt starten können. Ab 18 Uhr müsste die hier eigentlich irgendwo rumstehen. Deswegen, ich warte mal kurz und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, da bin ich wieder, Leute. Also, es ist gleich 18 Uhr. Die letzten Minuten sind angebrochen und ich hoffe, dann ist hier Gremia. Und das klappt dann alles. Das wäre ein Traum, Leute. Ein Traum wäre das. Wenn wir diese Quest dann abgeschlossen bekommen. Ich würde mich sehr freuen. So, da ist er. Darf ich denn mitfahren bei dir? Jo, geil. Okay, ist es da lohnenswert eigentlich, die Zeit zu verlangsamen? Wo ist denn ihr Pferd? Ihr Pferd ist... Ah, ihr Esel. Okay. Ihr Esel war kurz weg.
Ich glaube, es ist egal, ne? Das ist, glaube ich, ohne Zeit. So, genau. Jetzt ist die Straße blockiert. Und die greifen uns jetzt an und wir müssen die abwehren. Gibt es übrigens auch einen geilen Trick? Ja, natürlich habe ich verstanden. Sorry. Wenn man nämlich die Maske der Gorman-Brüder, die Maske des Zirkusdirektors, ist es, glaube ich. Wenn man die aufhat, greifen die einen nämlich nicht an. Lulu. Bam, 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 bam. Düm, düm, dü, düm, düm. Ich glaube, der Hintergrund ist eigentlich auch nur, weil die dem das Geschäft versauen wollen, oder? Ich glaube schon. Dü, dü, dü. Vielleicht kennt sich da aber auch einer noch ein bisschen genauer aus. Wir haben es schon geschafft, das war ja easy. Hä? Oho. Nice. So, Schluck Kaffee habe ich auch noch mitgenommen. Und jetzt müssten wir theoretisch die Maske bekommen, richtig? Aber wir bekommen Skuldi-Token. Hey. Naja, gut. Ist egal, ich bin trotzdem zufrieden. Wir haben nämlich die Quest jetzt abgeschlossen und müssen nicht nochmal irgendwie dementsprechend etwas machen. Das ist ja nicht schlecht. Gut, bleibt jetzt eigentlich nur noch in der heutigen Runde, ich würde sagen, wir spulen einmal kurz die Zeit nach vorne für den dritten Tag und dann machen wir das Minispiel vom Liebling noch. Und dann sind wir eigentlich erstmal durch mit diesem Durchgang wieder in Majora's Mask. Dann habe ich erstmal viele Quests gemacht. Bin auch sehr zufrieden mit mir. Und ich glaube, dann würde ich in Ocarina of Time erstmal die Schatzkiste holen in der Gerudo Arena. Ich glaube, damit sind wir alle dann zufrieden. Ich gebe dann hier mein Geld noch ab und dann bin ich raus hier. So, das geht auch richtig easy. Kostet, glaube ich, auch nur 10 Rubine, oder? Ja. Das ist alles auch kein Problem hier. Ba-ba-bam. So. Das ist auf jeden Fall die leichteste Runde, meiner Meinung nach, weil, ja, ganz ehrlich, man kann halt mit dem Bogen am besten steuern. Sagte er und verfehlte 20. 20! Oh. Sorry. Aber selbst wenn man halt so failt wie ich gerade, ist es halt immer noch leicht. Zack. Das könnte man auch locker in 20 Sekunden schaffen, wenn ich den nicht dreimal in den Po geschossen hätte. So, und jetzt müsste es was random geben. Ein Herzteil. Ach, Manno. Nö, ich bin nicht so happy damit. Aber trotzdem haben wir auch diese Runde jetzt hier abgeschlossen und sind damit erstmal durch. Ist doch nicht schlecht, oder? Wir haben erstmal schön wieder was erreicht. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ich hier in Majora's Mask als nächstes machen soll. Ich hätte jetzt ja den Guess, dass ich mal die Gerudo-Festung mache. Am liebsten hätte ich das mit der Maske gemacht, mit der Felsenmaske gemacht, weil ich dann ja hier unsichtbar wäre. Aber man kann halt nicht alles haben. Was war denn hier nochmal drin? Ah ja. Keine Ahnung. So, wir geben mal eben unser Geld ab, weil wir werden hier wahrscheinlich nicht nochmal was machen in diesem Durchgang. Wir müssten, ja, hier müssten wir halt auch mal Geld sammeln. Einfach hoch auf 5000 Rubine. Damit wir das auch mal haben. So. Und jetzt gehen wir wieder in Ocarina of Time rein. Let's go. Und gehen mal zur Gerudo-Festung. Ja, wir haben halt nichts krasses Gutes bekommen, ne? Jetzt in diesem Durchgang. Halt nicht wirklich. Bisschen traurig ist das schon.
Ja, was willst du denn machen? Was willst du denn machen? So. Ocarina of Time, Leute. Ich muss erwachsen werden. Erstmal erwachsen werden. Und dann... Ja, dann holen wir uns die Schatzkiste in der Trainingsarena. Kann halt ein hammermäßig gutes Item sein, ne? Kann aber auch einfach ein Schnurz-Item sein, was wir gar nicht brauchen. Vielleicht ist Rumble Pack. Vielleicht ist es das Rumble Pack. Das bräuchte ich halt gar nicht. Was ich echt feiern würde... Die Felsmaske wäre jetzt, glaube ich, ein ganz guter Gewinn. Dann könnten wir halt in Majora's Mask direkt reinstarten in die Festung. Was geil wäre, wäre der Enterhaken. Ein Song wäre geil. In Ocarina of Time wäre die Flasche mit dem Brief ganz geil. Die Hoverboots wären geil. Zeldas Wiegenlied wäre geil. Jo. Ein Schlüssel. Ein Schlüssel ist aber nicht drin. Maskenmäßig wäre vielleicht in Majora's Mask. Ja, eigentlich nichts mehr weiter. Auge der Wahrheit wäre vielleicht noch ganz gut. Ja, das sind so die Dinge, die ich gerne hätte. Schauen wir mal, was da drin ist. Spiegelschild, stimmt. Spiegelschild wäre auch geil, weil da können wir den... Epona? Irgendwo... hängt mein Pferd fest. Epona, wo bist du? Hängst du hinter der Mauer? Hä? Warte, ich spiele nochmal kurz. Ja, ich denke mal, das wären so die Items, die ich bräuchte. Am besten... Da ist er so. Hä? Wo war sie denn? Am besten wäre wirklich Zeldas Wiegenlied. Würde ich am meisten feiern, weil da können wir halt echt viel mitmachen. Da können wir im Wassertempel weitermachen. Da können wir 20.000 Feenquellen aufsuchen. Da können wir ins Grab rein. Also da... Ja, da könnten wir ordentlich was machen. Da könnten wir bei Darunia rein. Könnten dem... Den sein Lied noch vorspielen. Da bekommen wir nochmal ein Item. Zeldas Wiegenlied wäre Hauptgewinn für mich aktuell. Da wird man, glaube ich, wirklich die meisten Sachen bekommen. Die meisten Steps. Obwohl, der Brief... Die Flaschenpost mit dem Brief wäre, glaube ich, auch sowas. Die zwei Sachen wären so meins. So, okay. Ich bin auf jeden Fall bisher gut zufrieden mit unserer Ausbeute. Bin mal gespannt, was wir jetzt bekommen. Bam, bam, bam. Ja, wir könnten halt im Wassertempel, könnten wir ein bisschen noch was machen, ne? Da könnten wir halt bis zu Schattenlink vordringen, vielleicht im Wasser noch ein bisschen Schatzkisten sammeln. Aber jetzt halt nicht großartig, dass es sich unbedingt lohnen würde, da reinzugehen. Deswegen, stimmt, die Brücke ist ja auch wieder repariert, sehr schön. Zack. Ja, schon ziemlich cool. Ich freue mich auf jeden Fall. Bin gespannt, was wir jetzt kriegen, Leute. Ich hoffe, ihr auch. Wie ein Flitzebogen. So. Ich meine, ich glaube, das ist dann auch alles Wichtige, was wir darinne holen müssen. Weil ansonsten haben wir ja nur noch die Schatzkiste in der Mitte und da ist, glaube ich, nichts Besonderes drinne gewesen. Deswegen, ich denke, theoretisch müssen wir hier nicht nochmal rein. Können wir zwar machen, aber... brauchen wir theoretisch nicht. Ah, hier war die geile Musik. Ach, schön. Dum, 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 dum. Einfach wegen der Musik gehen wir nochmal rein. Dum, 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 dum. Genau, hier war das eine Item. Ich weiß gar nicht mehr, was hier drin war. War hier nicht ein Song drin? Ba, 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 ba. Ach, coole Musik, ey. So, Leute.
Holen wir uns mal die Schatzkiste, würde ich sagen, ne? Geil. Komm schon. Verdammt. Ja. Brauchen wir nicht. Shit. Schade. Ja, brauchen wir halt echt nicht, ne? Das ist halt sinnlos. Eigentlich ein sinnloses Item aktuell für uns. Bam, 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 bam. Wir sind auch immer noch auf der Suche nach dem Hexenladen. Und auf der Suche nach dem Laden mit, ja, weiß nicht, was machen wir denn jetzt? Gehen wir als nächstes in die Festung rein, oder? Würde ich sagen. Alles andere ergibt keinen Sinn. Wir haben halt das noch, ne? Das könnten wir abgeben. Und das hier. Da wird man auch nochmal jeweils ein random Item bekommen. Ist halt eigentlich ganz geil. Aber ich weiß nicht wo. Aber irgendwie, wir waren doch da. Vielleicht oben auf dem Berg. Das könnte ich mir vorstellen. Wir müssen nochmal gucken. Wir müssen nochmal gucken, wo das war. Aber ich würde sagen, jetzt würde ich in Majora's Mask wieder reingehen und wir machen... Obwohl, da brauchst du eigentlich auch den... Enterhaken, oder? Um da richtig gut voranzukommen. Ja, teils, teils. Egal, wir gehen erstmal in Majora's Mask rein und versuchen unser Glück da. Ja, ich denke schon. So, links, rechts, rechts. A, links, rechts, runter. Oder wir gehen mal hier rein. Ach komm, wir gehen da mal rein. A, runter A, rechts, runter A. Ich will mal gucken, auf was für einen Stand wir da sind. Und was wir machen können als Erwachsener. Vielleicht können wir ja das ein oder andere Item mitnehmen. Schauen wir mal. Weil da waren wir noch nicht wieder drin als Erwachsener. So. Viel Zeit haben wir auf jeden Fall auch nicht mehr. In dieser Folge. Oh, Chrono Trigger. Okay. Was machen wir? Das war super. Gut, wir haben keine Schlüssel auf jeden Fall. Ich gehe einfach mal nach hier. Und zieh mal brutal durch. Und wir gucken mal. So. Wir können zumindest schon mal einen Rundgang machen, ne? Das können wir schon mal machen. Das können wir vielleicht auch noch in der Folge schaffen. Na, das fängt ja wieder gut an. Ich kann das Lied nicht spielen. Aber andersweitig bekommt man, glaube ich, die Schatzkiste auch nicht. Okay, vergessen wir das. Andere Seite. Okay, das können wir machen. Wahnsinn. Können wir das überhaupt machen? Ich glaube, ich komme nicht an das. Ich komme da nicht ran, oder? Aber die Skull, die kann ich mir holen. Warte mal. Na, na, na. Vielleicht hätte ich erst auf der anderen Seite den Rubin noch holen sollen. Ich glaube ja. Pass auf, da ist jetzt ein pervers geiles Item drin. Ich mach schon mal den. Aua. Hallo? Ach, egal. Irgendwie backe ich gerade. Sinnlos. Mann. Alles nur Verzweiflungstaten hier aktuell. Schlimm, 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 Leute. Schlimm, schlimm, schlimm.
Ja, wir gucken einfach mal, was wir noch so absahnen können hier. Vielleicht gibt es ja den ein oder anderen Schatz, den es noch mitzunehmen gibt. So, aber die Frage ist, brauche ich hier die Hoverboots eigentlich? Oder warte mal, vielleicht kann ich ja auch den machen. Shit. Kann ich mich da einfach so... Okay, das könnte funktionieren aus dem richtigen Winkel. Oder ich mache halt so. Das geht natürlich auch. Okay, haben wir ein bisschen getrickst. So, und dann können wir hier noch ein Scooty-Symbol abräumen für Ocarina of Time wieder mal. Bisschen Kohle? Jo, also Überlänge haben wir schon erreicht. Ich weiß aber nicht, ich glaube, ich möchte hier noch gerne schnell vollenden, was man machen kann. Ist halt die Frage, wie weit kommen wir hier? Ich glaube, theoretisch könnten wir auch den Weg hier auf der linken Seite noch zurückgehen, oder? Oder geht das nicht? Weil da gibt es ja auch noch ein paar Skulltees, die man holen kann, glaube ich. Ich komme hier gar nicht runter. Oder hoch, beziehungsweise. Ne, komme ich nicht. Okay, dann war es das auch schon. Ja, dann haben wir jetzt so ein paar Skulltees geholt. Ja, Wahnsinn! Das war ja mal wieder gar nichts, Leute. Cool! Oh Mann, ich glaube, wir müssen wirklich in Majora's Mask erstmal weitermachen wieder. Schade. Schade, schade. Na gut. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Gerne liken. Oh. Ja, stimmt. Man geht hier als Erwachsener rein, merkt, man kommt nicht weiter und dann kriegt man ja auch ein Item. Die Koppelmaske. Ja, geil. Das ist die Maske der Liebenden, ne? Das heißt, da können wir vom Bürgermeister ein Item absahnen. Okay. Gut, da haben wir jetzt noch überraschungsmäßig was bekommen. Alles klar, cool. Gut, dann war es das aber jetzt erstmal wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren und bis zum nächsten Mal zum Ocarina of Time und Majora's Mask Combo Randomizer. Tschüssi, Leute.